Ja, da sind wir wieder. Ich habe mal kurz ein bisschen researched. So ein Motor, das bedeutet hier nämlich, dieses ein Motor ist gleich 100. Ein Motor kann nur 100 Dinger transportieren, bewegen hier. Ah, okay. Und wir haben definitiv mehr als 100. Und deswegen brauchen wir einen zweiten Motor. Mindestens. Ich weiß bis nicht, ob der dann parallel hier sein muss oder ob der irgendwo an der Seite dran sein kann. Tja. Das wäre, glaube ich, sinnvoll zu wissen. Ich würde ihn ja gerne parallel bauen. Ich denke tatsächlich nicht. Aber warum sollte man dann... Dass der für die... Aber was sollte denn das dann von Unterschied machen, vor oder zurück? Ach so, ja, stimmt schon. Rückwärtsgang? Ja, eben, genau. Okay, ja, gut. Das heißt, wir müssten die vielleicht so positionieren, dass wir wenigstens... Dass wir vielleicht einen an diese Seite machen hier. Und den anderen da drüben an die entsprechende Parallelseite. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wo willst du denn? Nein, nicht jetzt so, nicht hier ein Motor und dort jetzt und hier ein Motor, weil hier geht's ja nicht, weil hier die Netze sind. Ja, das heißt, dort wo du stehst ein Motor und dort drüben, wo das Häusel ist, auf der Seite ein Motor. So, jetzt machen wir. Ah, okay. Ja, ja, das ist gut. So. Metall. Also baue ich den mal wieder ab. Jo. Seil. Planken haben wir wieder, bräuchte ich wieder mal. Ja, haben wir nicht. Stimmt. Nee, ich habe gar keine Planken mehr. Okay, ich versuch's mal an dem Baum. Ich versuch's einfach mal. Geht aber nicht. Hast du schon probiert? Ja. Aha, na sag's doch. Hä, das habe ich schon dreimal gesagt? Du hast gesagt, die Bäume sehen nicht so aus, als könnten die gefällt werden. Das ja, und dann wolltest du es nochmal probieren, habe ich gesagt, nee, geht nicht. Wie viele Planken brauchen wir? 20. Was? Yes. Okay. Ja, dumm. Da müssen wir erstmal irgendwo lang fahren. Ohne. Ja. Motor. Ohne Ziel. Ja. Bist du wieder da? Nee, noch nicht. Okay. Da müssen wir uns jetzt einfach treiben lassen irgendwie. Nützt erstmal nicht jetzt, ja. Aber wenn wir uns da vielleicht vom Ziel ein bisschen entfernen. Was wahrscheinlich der Fall ist. Ja. Aber es ist schon schlau gemacht, dass wir jetzt an den Punkt angekommen sind, wo wir den Motor brauchen. Ja, ja, das stimmt. Dass wir bewegen uns gerade nicht, weil wir wahrscheinlich umlenken müssen. Ich hoffe, das funktioniert. Zu rein. Nee, nee. Dankeschön. Ich muss gerade mal ein kleines Versorgungszentrum machen. Und TCM war gerade Servicekraft. Ja, so geht's. Hoffe ich bloß, dass wir bald schön Loot kriegen. Tschüss, Insel. So, da bin ich wieder. Entschuldigung, ich habe gerade mal ein paar Orangen ausgepresst. Oh ja, so ein Skeberfleisch, das füllt sehr schön auf. Mhm. Sehr gut. Du hast schon, okay. Yes. Wir kommen schon wieder so blöd an den Loot rein. Das kann aber nicht wahr sein. Das hat sich gerimt.
Den einfachen Fischeintopf haben wir schon, ne? Musst du gucken? Bin mir gar nicht mehr so sicher, weil wir ziemlich viel haben. Ja. Ich brauche echt Planken. Okay, ja, ich auch. Ups. Platsch. Boah, wir müssen echt was hier an dem Boot ändern. Das geht gar nicht. Ah, au! Das sieht richtig dumm aus. Ja, das ist im Moment noch ein bisschen undefiniert. Vor allem diese Garage hier oben. Achso, einfach ein Fischtopf. Fischeintopf haben wir schon. Ja. Ganz sicher? Okay. Weil der in so einem Netz festhing. Oh, dann habe ich den ungünstig geworfen. Hast du schon Planken? Ja, ja, 5 Stück. Okay, hier sind noch 9. Da brauchen wir jetzt noch 5. Und 30. Oh, ich sehe gerade am Audiopegel. Wenn ich Salzstangen esse, ist das ziemlich laut. Oh, du isst Salzstangen. Willst du welche haben? Nein, es ist mitten in der Nacht. Ich esse jetzt nichts mehr. Toll. Thank you for the Gewissen. Gern geschehen. Oh nee, jetzt muss ich die Packen zumachen. Oh, das sind immer die liebsten Sprüche. Oh. Du wirst es mir später einmal danken. Mhm. Wenn ich schon Rainer Kallmund sehr nahe bin. Mhm. So, ich hab nochmal 5. Sehr gut. Liegen hinter dir. Perfekt. So, und da ist der zweite Motor. Okay. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Hatte dieselbe Richtung. Ah, wir brauchen noch ein paar mehr Planken, um die zu bestücken, ne? Ja. Ich habe eine. Also, ich würde mal die Dinger komplett hochleveln, oder? Oder wollen wir einfach fahren und sammeln nebenbei noch Planken ein zum Befüttern? Können wir auch machen. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich gucke mal schnell. Aber, nee. Lass mal noch ein bisschen Planken. Entschuldigung. Lass mal noch ein paar Planken jetzt sammeln, weil wir ja eine ganze Weile fahren. Ja. Hi. Oh nein, das ist nicht gut. Scheiße. Der hat einen Grill weggebissen. Fuck. Der kann doch die Gitterdinger wegbeißen. Es dauert bloß länger. Ach, ist das bescheuert. Aber da lag nicht mehr drauf. Ich hab's kurz vorher runtergenommen. Ich hasse den Hai. Okay, warte, dann mach ich das mal schnell noch. Ich drehe mal das Segel so, dass wir in die richtige Richtung zeigen. Wir haben keine Metallbarren mehr? Oder hast du irgendwo noch welche? Ich habe 13 Stück dabei noch. Okay, ja, bitte gib mir die mal. Ach so, wir stehen natürlich jetzt falsch. Wir müssen natürlich das Lenkrad umdrehen, war das? Mach ich gleich mal. Krass, der hat es hier schon überall abgebissen. Wow, krass. Hm? Na, wie das halt abgeht. Ja. Das ist natürlich blöd. Ah, ist noch nicht genug.
6 Nägel. Und boah, das war zu weit natürlich. Mit dem Lenkrad? Das ja. Wird schnell, ja. Ah, das ist schon besser. Okay. So. Jetzt setze ich das Lenkrad nochmal richtig rum hin. Weil wir jetzt ja die Motorsituation ein bisschen geändert haben. Jetzt können wir die Motoren anschmeißen, würde ich sagen. Okay. Nee. Der eine läuft gar nicht hier drüben. Weil der keine Planken mehr hat. Und ich dachte, du hast noch welche. Nee. So, ich habe jetzt wieder 5. Ja, füllt die ruhig mal so rein in den. So. Nochmal starten? Jo. Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Boah, Alter, geht das schnell. Wow. Ich kurz gucken, was wir noch richtig sind. Oh ja, das wird sehr, sehr schnell, oder? Ein bisschen, kann schon ein bisschen einlenken. Okay, das ist doch von der Richtung abhängig. Die Motoren. Oh, das ist sehr angenehm mit dem Motor. Da können wir wirklich punktgenau steuern. Okay, wir fahren jetzt genau drauf zu. Aber das Segel bringt dann nicht mehr, ne? Ne, das können wir uns sparen. Okay, wir brauchen dann eine neue Batterie gleich. Ich habe das Lenkrad jetzt hier mal hier oben mit hingetan, tatsächlich. Okay. Du musst halt kräftig Planken sammeln und reinhauen. Ja. Alter, wie schnell das geht. Wuhu! Ich bin der König der Welt! Oh, wir müssen ein bisschen Ruder korrigieren. Richtung wieder. Müsste wieder passen jetzt, ne? Ja. Okay, jetzt kommt doch ganz gut was an. Alter, wie viele Planken gehen denn da rein? Das ist ja unfassbar. 17 Planken frisst das Ding. Und hält dann aber hoffentlich auch. 10 Minuten hält eine volle Tankladung. 10 Minuten. 10 Minuten. Ja. Laut Craft-Wiki. Dann sollten wir uns wohl auch eine Plantage an Bäumen hier anpflanzen. Oh, wir müssen mal den Grill wieder in Gang bringen. Ja,
Achso, ja, das aber ich hab erstmal nach Essen. Okay, ich brauche noch 4 Planken, dann kann ich wieder einen bauen. Naja, auch erstmal den Grill beheizen. Ja, ja. Guck mal, was der Kurs sagt. Oh, müssen wir ein bisschen nachholen jetzt hier. Das ist ein bisschen wenig. Kann ich da keine Blätter reinhauen, Mensch? Ja, das ist fraglich. Ich meine, das hält natürlich nicht lang, aber immerhin. Okay. So, der Hai ist fertig hier. Ich tue in die Box. Sehr gut. So, und zweiten Grill kann ich jetzt auch bauen. So. Ich guck da an dem. Nee, der Motor läuft noch gut. Dem geht's noch gut. Grill ist da. So. Hä? Guck mal, noch ein Schiff. Oh. Oh. Nee, stopp, das ist gar nicht. Oh, der Batterie ist alle. Das ist der, das ist unsere Insel, wo wir schon waren, ne? Das ist das der falsche. Wir müssen jetzt wieder an der Tan vorbei. Wieder dran vorbei. Oh Gott! Stopp! Hä? Was denn? Achso, du hast jetzt gelenkt. Ach. Ja, ja. Ich hab mich, der Punkt ist gerade übelst nach unten gewandert. Ich dachte, hä? Genau. Ich sag dir, wann du wieder gerade lenken kannst. Okay. Dann müssen wir nach rechts einschlagen. Ja, du musst nicht so blöd anecken. Wie kann man wieder Batterien wieder aufladen? Ich habe jetzt hier so eine leere Batterie. Was, eine leere Batterie? Ja, die verschwindet nicht einfach, die ist dann einfach leer. Warte, nach rechts einschlagen, bitte. Kann das sein, dass die verbuggt ist? Stopp, geradeaus, jetzt geradeaus, so bitte. Perfekt, genau auf Kurs. Okay, cool. Aber eigentlich verschwinden die doch immer, die Batterien. Ich habe hier eine Batterie, die hat kein Dings. Warte mal, ich probiere mal was aus kurz. Die wirklich verbuggt ist. Nee. So, der eine Motor ist jetzt hoffentlich voll, genau. Sehr cool, welche Ausmaße dieses Spiel hier annimmt, muss ich sagen. Das ist echt nochmal ein ganz anderer Charakter, ne? Mhm. Reingekommen hier. Gibt's irgendwo Seil extra nochmal? Ich habe noch 3. Nee, ich brauche keins, bloß die Frage, wo muss einsortieren. Okay. So. So, gib mir Planken. Give me the blank. Ah, perfekt.
Fertig. Wie weit ist es noch? Ah, da hab ich schon geguckt, warte. 1210. Okay, ist ja krass. Ist also noch ein bisschen. Ja. Wir brauchen echt einiges an Planken. Ja. Nicht nur für die Motoren, sondern auch zum Weiterbauen. Ich muss mal kurz einen einschenken. Ja, das mache ich auch gerade. Schön, man hört es, wie es plätschert. Die Frage ist natürlich auch, ne, ob wir überhaupt dann den Motor brauchen, wenn wir die Inseln abgeschlossen haben. Weiß ich nicht, geht das? Ich denke, dass es dann nicht immer wieder neue gibt. Wenn wir den Motor brauchen, ne, den lassen wir dann einfach aus. Wenn wir nicht entgegen der Strömung müssen, dann lassen wir den aus, schön, den Motor. Weißt du, was übelst krass wäre? Der Hai frisst das Ding weg und dann fällt der Motor ab. Apropos, ja, sehr guter Einwand. Darum kümmere ich mich gleich mal. Ne, wenn wir Olaf wären. Haha, wir vor allen Dingen. Aber, ach nee, der ist ja drauf gegangen. Nee. Nee, stimmt. Dann geht's nicht. Oh, 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 hier müssen wir auch mal Planken rein tun. Der Motor war ein bisschen dünne gerade. Woran siehst du denn das? Da ist eine Anzeige dran. Und wenn du Planken rein tust, geht die Anzeige hoch. Ah, okay. Ah ja, ich seh's. Das ist gut, das ist sehr praktisch. Okay, du hast nicht noch einen Metallbolzen? Metallbarren, so. Barren? Nee, gerade nicht. Oh, nee. Also wenn jetzt eine normale Insel käme, wäre das gar nicht so schlecht. Nee, genau hier. Haha. Blöd, Mann. Aha. Ah, genau, oder so halt, ne? Ich wollte gerade reparieren, ne? Wie was reparieren? Achso, ist nicht eins kaputt? Nee. Wollen wir mal schlafen gehen? Können wir machen, ja. Tisch hingelegt. Wir brauchen unbedingt mal ein besseres Bett, aber dazu brauchen wir Tag. Planken. Boah, es war knapp. Aus. Okay, 822. Oh. Direkt auf Kurs. Ich glaube, ich sehe schon was. Echt? Jetzt schon? In der Ferne dachte ich, einen Umriss erkannt zu haben. Ich hätte ja gerne mal ein Fernglas. Wo kann man denn das Fernglas? Sprinkler? Bewässerte Pflanzen automatisch. Okay, ja, stimmt. Stimmt, ja. Boah, das wird übelst cool, wenn wir dann so richtige Farmanlagen bauen. Oh, cool. Oder, ach so, da gehen die Flaschen drauf. Ja, okay. Ja, aber die sind sehr schnell wieder hergestellt. Wir haben ja genügend Glibber-Sachen. Was war denn los? Hm.
Achso, ich muss mal Clipper kochen. Was? Ja, ich habe mir gerade eine neue Flasche gemacht. Du musst Delfin kochen? Nee, einen neuen Clipper kochen. Ach, Clipper, ich habe Flipper verstanden. Deswegen. Hä? Okay. Wow. Okay, das sieht krass aus. Da brauche ich jetzt auch kein Fernglas mehr. Alter, guck dir das an. Ja, wo kommen wir jetzt hin? Balboa Island. Die ist übelst groß, ne? Wow. Ich hoffe, das geht, dass wir nicht allzu lange auf der Insel bleiben, beziehungsweise einer immer mal guckt, ob das okay ist. Wow, für ein Riesending, ne? Das ist krass. Wie kommen wir denn da hoch? Bei den Wiesen war richtig geändert das gerade. Ja. Hä? Du nur den blauen Umriss? Ah ne, jetzt sehe ich unten so ein paar Felsen. Ah. Schließt sich mir noch nicht, wenn wir da schlenken mal. Ja, ja. Vielleicht gibt es irgendwie einen Strand, wo wir dann hinten hoch können oder so. Large Landmass, ahoi. Ja, das habe ich auch bekommen. Ah. Cool. Ich steuere mal zwischen diesen zwei Dingern durch. Nee, das geht nicht. Da kommst du ja nicht durch. Du musst weiter, viel weiter nach links. Das pisst es auch noch. Ich glaube, da hinter, wenn wir drum rumfahren, ist mehr. Alter, ist die groß. Guck mal da durch. Also ich kann gerade nicht. Da geht es noch viel weiter. Weiter nach links, weiter nach links. Die Ecken an, sonst. Oh ne, geht. Also. Wir müssen unbedingt drumherum fahren. Ja, tatsächlich, der weist in die. Ach nee. Also wenn der Hai den Motor frisst, dann deinstalliere ich das Spiel. Machst du nicht? Nein. Aber ich gucke, dass ich den Hai rausgecheatet bekomme. Man kann friedlich stellen. Ernsthaft? Ja, wenn dann sowas passiert, wäre das sehr, sehr ärgerlich. Das wäre unglücklich, ja, deswegen das so. Also, dass einer immer mal guckt. Nein.
Balboa. Wow, Alter. Oh, wir haben Text vergessen zu lesen. Stimmt, kannst du ja noch tun. Ich guck, Ruben, ich war verbittert. Ach nee. Doch. Ruben, ich war verbittert, als ich dich verließ und verzweifelt. Ich dachte, die Welt würde untergehen und du hast es nie gesagt, aber du hast... Aber das hast du auch gedacht. Vielleicht hast du dich sogar darauf gefreut. Vielleicht bist du deshalb so stark geblieben. Aber das hast du mir nie gesagt. Du hast mir nie dein Geheimnis verraten und ich würde schon sehen, wie du weiter in dir selbst verschwindest, wenn die Welt untergeht. Ich sah, wie die Welt mit dir unterging, Ruben, und das war viel zu früh, viel zu viel für mich. Ach, Gottes Willen. Es tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Das weiß ich jetzt. Wikström hatte keine Ahnung, also Olaf. Und auch keiner dieser armen Narren hatte es. Nachdem der Captain gegangen war, drifteten sie einfach ziellos umher. Ich habe ein vorbeifahrendes Schiff aufgegriffen und ihre Lebensmittel gestohlen. Es dauerte 2 Wochen, bis es ausging und sie aufeinander losgingen. Wir sitzen an einem Berggipfel fest, inmitten des großen, endlosen Blaues, nur wenige von uns. Wir haben Hunger und Angst, aber wir können nicht hier bleiben. Wir gehen weiter, gehen so weit nach Süden, wie wir nur können. Matti sagt, dass es da unten trockene Orte gibt. Suche mich, wenn du kannst. Du wirst es nicht glauben, aber ich liebe dich. Warte mal, Hanne. Gott. Ist vorbei. Kann man da... Nee. Nee, ich suche gerade irgendwas. Ich dachte gerade, da stehen welche. Ich suche gerade irgendwas, um hier mal landen zu können, aber irgendwie... Müssen wir uns da eine Treppe oder irgendwas bauen? Nee, du kannst halt keine Treppe auf Land bauen. Nee, ich meine, aufs Boot, am Boot irgendwie. Was hochbauen am Boot, ja. Wir können es probieren. Wollen wir hier versuchen? Weil ich glaube, wenn wir jetzt hier rumkommen, kommen wir wieder dorthin, wo wir rangeschwommen sind. Also wo wir ursprünglich hergekommen sind. Ja, ich lenke mal rechts rum. Bis, wie das soll ich wenden? Ja. Aber ich wäre echt dafür, es ist so riesig. Ich wäre echt dafür, mal den Hai auszustellen dafür. Okay, wenn ich das noch machen kann. Das müssen wir dann eh, wir müssen das eh in der neuen Folge machen, weil die ist eh schon... Okay, okay. Das heißt, weil das ist wirklich groß und da werden wir ganz schön Zeit brauchen jetzt. Und das... Okay, versuch mal dorthin zu steuern, hinter diesen kleineren Felsvorsprung. Habe ich was gesehen, vielleicht kann man da irgendwie hochgehen. Welchen kleinen Felsvorsprung? Der jetzt, ne, der kleine, wo der Baum drauf steht. Der hier so vorguckt. Wo jetzt gerade die Sonne, ach, das meinst du, ja. Diese Beschreibung. Geht jetzt der Motor, wirkt mir schwach. Ne, ich habe gerade nochmal reingelegt. Ah, ja. Fast. Da bloß gucken, dass wir einen Anker reinknallen, rechtzeitig. Mhm. Schnauze. Noch ein bisschen nach rechts, noch ein bisschen nach rechts, sonst eck mal an. Und anecken. Oh. Und? Ist da was? Ja, achso, nee, wir sehen noch nicht. Achso, das war eine Liliane. Hm. Was soll ich machen? Soll ich rotieren? Ja. Ne, wir müssen mal gucken, wo wir was hochbauen können. Welche Seite geeignet ist. Na, da ist bestimmt die hier am besten geeignet. Vom Schiff meine ich. Ja, genau. Achso. Von der Tisch vom Schiff, weil woanders können wir ja nichts hochbauen. Ja, aber an dieser Seite von der Insel. Ja, das ist ja nicht so wichtig. Okay. Weil wenn wir an der Seite, wo der Motor und alles steht, da können wir schlecht ein Trapez hochbauen. Ist das die Seite? Können wir hier was hochbauen? Ja, hier zum Beispiel. Dann müssen wir bloß natürlich mal so auch anfahren. Wir können natürlich auch, warte mal, stellen wir die Motoren aus. Wir können natürlich auch, Das
treibt uns jetzt aber weg, ne? Ja, ja, ich habe Anker runtergehauen. Wir können natürlich auch nochmal gucken, ob wir rund um die Insel irgendwas finden. Das können wir aber privat machen. Im Wasser? Und da kann ich auch mal schauen, da kann ich auch mal schauen, ob ich das abstellen kann mit dem Hai. Na gut. So, okay, nochmal schnell eine Melode gegessen hier. Gut, na dann. Kümmern wir uns darum in der nächsten Folge. Genau. Gut, so. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ganz genau. Ciao, ciao.